herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch heute zu einem absoluten Schmankerl oder auch für die Nichtbadner unter uns Leckerbissen begrüßen. Ich darf wieder für Focus Media unterwegs sein und die haben mir das wartierte Mediabook von Maniac Cop 2 zur Verfügung gestellt und das werde ich euch heute präsentieren und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Film. Sollen wir? Der Zombie und Maniac Cop Matt Cordell, der vor seinem Tod selber Polizist war, will sich an den Cops rächen, die ihn umgebracht haben. Ebenso plant er, die Häftlinge zur Verantwortung zu ziehen, durch die er im Gefängnis zusammengeschlagen wurde und die ursächlich schuld an seinem jetzigen Zustand sind. Auf diesem Rachefeldzug begegnet ihm der Frauenmörder Stephen Turkel und gemeinsam begehen sie mehrere Morde in New York City. Detective Sean McKinney versucht zusammen mit der Polizeipsychologin Susan Riley die beiden zu stoppen. Maniac Cop 2 Butcher in Blue ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahre 1990 unter der Regie von William Lustig. Dieser war auch verantwortlich für die beiden anderen Maniac Cop Teile, Maniac Cop 1 und Maniac Cop 3 und auch für Street Fighters von 1982. Der eigentliche Titel des Filmes ist eigentlich Vigilante, was ja so übersetzt bedeutet eigentlich Bürgerwehr und was dem auch etwas näher kommen würde oder dürfte. In der Besetzung haben wir Robert Zidar als den Maniac Cop. Wir haben Bruce Campbell, Robert Davey, Laureen Landon, die wir ja auch erst vor kurzem in Hundra hatten. Wir haben Claudia Christian, wir haben Michael Lerner und wir haben zwei kleine Cameos und zwar von Sam Raimi als Journalisten und Danny Trejo als Gefangenen. Genretechnisch bewegen wir uns hier eigentlich in einem Horror-Slasher. Für mich persönlich aber auch Action jede Menge mit dabei. FSK ist der Film ab 18 freigegeben und wir haben eine Laufzeit von 87 Minuten. Ich hatte euch ja schon bereits ein Review zu den vier unwartierten und limitierten Mediabooks von Focus Media zu Maniac Cop 2 gemacht. Jetzt haben wir hier ja eine Premiere als wattiertes Mediabook mit einem wirklich mega starken Cover, was extra dafür gezeichnet worden ist. Und also wir haben hier Cover E mit einer Limitierung von gerade einmal 200 Stück. Und noch als Info für die großen oder für die Hardboxensammler unter euch, auch die großen Hardboxen kommen jetzt und zwar am 16.04.2024 von Maniac Cop 2 und zwar haben wir hier einmal Cover A und wir haben Cover B mit jeweils einer Limitierung von 88 Stück. Wir haben auf dem wattierten Mediabook finden drei Discs, wir haben eine 4K UHD, wir haben eine Blu-ray und wir haben die DVD, welche auch die DVD-Fassung enthält, mit einer Laufzeit von 83 Minuten. Wir haben als Bonusmaterial jede Menge dabei. Das konnte ich mir nie im Leben alles merken. Wir haben einen Audiokommentar von Josh Hadley. Wir haben einen Audiokommentar von Fred Fritz und Cecile Trachtenberg. Wir haben Exploring Maniac Cop 2. Wir haben ein Interview mit Robert Zidar auf dem Madison Horror Film Festival 2012. Wir haben ein Q&A mit Robert Zidar. Wir haben Maniac Cop 2, A Sequel Better Than the Original, also ein kleines Video dazu. Wir haben eine Dia-Show, Lobby Cards und eine Dia-Show Pressefotos und wir haben diverse Trailer. Und da das natürlich noch nicht genug ist, packt Focus Media auch noch, wie viel sind es? Acht schöne Lobbycards mit ins
Booklet hinein. Also wenn ihr es aufmacht, es lohnt sich, nicht nur als Diashow auf der Blu-ray, sondern auch, dass ihr es hier habt. Und wir haben ein Zwei-Poster-Motiv. Und zwar haben wir einmal ja, das reguläre Cover und wir haben das nochmal wunderschöne extra gezeichnete Cover von Maniac Cop 2 zu diesem wattierten Mediabook. Und natürlich haben wir auch ein 16-seitiges Booklet, verfasst von der Filmwissenschaftlerin Lioba Schlösser. Und da wechseln wir rüber in die Vogelperspektive. Ja, und jetzt haben wir hier das schöne Stück. Und hier habe ich euch auch mal gleich die Lobbycards bereitgelegt. Alle 8 Stück. Dass ihr da auch die gleich mal sehen könnt. Dann hier noch das 2-Motive-Poster. Das habe ich euch ja schon im Video gezeigt. Und hier habt ihr das wunderschöne Cover E. Die Front ohne Spotlack-Veredelung. Der Spine. Und eure Rückseite, hier seht ihr auch Cover E, eine Limitierung auf 200 und Stück. Hier stünde eure Limitierungsnummer. Dann haben wir hier die 4K Blu-ray. Hier habt ihr eure Blu-ray, hier hinten eure DVD. Auch sehr gute Fassungen für die Filme oder für die CDs. Hier wird nichts abbrechen, hier kann nichts abbrechen. Wirklich sehr gut gewählt. Und hier euer 16-seitiges Booklet von Lioba Schlösser, welches auch einige Informationen bietet zum Film und auch einige schöne Setfotos. Hier hinten habt ihr dann auch nochmal die Lobbycards hier hinten drinne. Hier nochmal einige Setbilder und das Special Thanks und das soll es gewesen sein. Und hier sollte erstmal erwähnt sein, dass trotz eines schwachen Einspielergebnisses vom ersten Teil entschied sich William Lustig dazu, seine Maniac Cop-Reihe weiterzuerzählen. Und hierzu wurde dann auch das Budget betrachtlich nach oben geschraubt. Und zwar vom Teil 1 1,1 Millionen Dollar auf 4 Millionen Dollar. Der Film schaffte es leider nicht in die Kinos und wurde somit direkt auf Video VHS veröffentlicht. Für mich persönlich ist Maniac Cop 2 ja mit einer der besten B-Movies überhaupt und auch definitiv der beste Teil der Trilogie und das hat er auch gerade dem schwarzen Humor im Film zu verdanken. Jede der Figuren bekommt definitiv mehr an Tiefe wie noch im Vorgänger und der Film ist insgesamt auch konsequenter gehalten. Ebenfalls gefällt mir, dass die Macher sich in Teil 2 dazu entschieden haben, was Cordell nun jetzt ist, und zwar tot. Ich persönlich würde den Film aber eher als eine Mischung aus Horror und Action bezeichnen oder sehen. Horrorelemente sind, ja, sagen wir mal, relativ wenig vorhanden, da die Macher das Mischungsverhältnis des Genres noch einmal zugunsten von Verfolgungsjagden und Schießereien gekippt haben. Überhaupt gefällt mir das Tempo und die Vehemenz, in welcher der uniformierte Zombie-Cop sich innovativ und einfallsreich zynisch durch den Film schlachtet. Die mit Abstand aber jedoch beste Szene in Maniac Cop 2 ist die, in der Cordell ballernd durch ein Polizeirevier sich arbeitet, eindeutig inspiriert vom Science-Fiction-Klassiker Terminator.
einzig die Nebengeschichte zwischen dem Maniac Cop und seinem ja neuen besten Freund führt so recht nirgendwo hin und wirkt eher für mich persönlich wie ein Fremdkörper. Hier muss man auch ganz klar sagen, dass das Sequel besser gealtert ist als der erste Teil. Klar, wir bleiben im 80er Jahre Straßengangstermilieu, aber hier bekommt man das Gefühl, dass die 80er gleichzeitig auch als Stilmittel genutzt wurden, wobei natürlich ein wenig nackte Haut nicht fehlen darf. Mehr Action, mehr Blut, innovative Morde, vor allem überzeugende Cops und eine unterhaltsame Story ergeben für mich 8 von 10 Filmrollen. Und mein spezieller Dank geht natürlich wieder an dich, Claudio, und an Focus Media. Vielen Dank, dass ihr mir dieses wirklich wunderschöne Mediabook zur Verfügung gestellt habt. Es hat mich wahnsinnig gefreut, darüber nochmal erneut berichten zu können und diesmal natürlich auch mit etwas bewegten Bildern. Und ja, vielen Dank an euch. Bitte denkt dran, Support ist kein Mord. Hinterlasst mir gerne das Abo, ein Like und oder einen Kommentar. Ich freue mich darüber und wir sehen uns beim nächsten Film. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.